Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. Mai 2018? Ich beginne mit einer Geschichte. So beschreibt das die griechische Mythologie, aber so ähnlich sehen auch das anderen Völker. Es gab ein Gedanke, eine Idee, eine Vorstellung und das verkörpert Uranus. Und es ist nicht anderes als der Planet Uranus. Und verliebte sich an Gaia, die Materie. Gaia ist nichts anderes als unserem Planet Erde. Dieser Gedanke, diese Idee wurde Materie. Die beiden verbindet die Liebe, ein Liebespaar. Und sie haben ganz, ganz viele Kinder. Und entstand den Sternenhimmel. Das sind ihre Kinder. Aber nicht nur die Sternen, sondern entstanden auch die Giganten, die waren die Riesen und auch die Titanen. Dann Uranus übergab die Herrschaft an seinen Sohn Kronos. Und Kronos ist nichts anderes als Saturn und wurde Himmelsgott und herrschte im goldenen Zeitalter. Und das Himmel dehnte und dehnte und dehnte und das müsste man eingrenzen. Saturn ist auch bekannt, das grenzt etwas ab. Und was passierte dann? Saturn schneidete den männlichen Teil ab von seinem Vater Uranus. Und dieser männliche Teil mit den Samen fiel im Wasser, im Ozean. Und aus einer Muschel entstand Aphrodite, die Liebesgöttin. Das Wasser bildete Schaum und wurde die schaumgeborene Liebesgöttin Aphrodite. Kronos oder Saturn herrschte immer noch über den Himmel. Dann kam ein Wechsel, begann den silbernen Zeitalter und Kronos übergab den Herrschaft an seinen Sohn Zeus oder Jupiter. In diesem Zeitpunkt haben die Herrscher geteilt. Über den Himmel herrschte Zeus oder Jupiter, über das Meer, über das Wasser herrschte Neptun oder Poseidon und über den Todesreich herrschte Hades oder Pluto. Und genau von diesem Hades möchte ich auch noch was erzählen. Hades beherrschte den Unterwelt, aber sorgte dafür, dass das Leben erhalten bleibt. In sein Reich sind auch Flüsse, die Lebensflüsse. Davon gibt es auch neun Lebensflüsse. Und diesem Pluto oder Hades kam auf die Erde und verliebte sich an Persephone. In diesem Zeitpunkt wurde unserem Planet Erde schon lebendig. Wir haben Natur gehabt, Pflanzen und Tieren und auch Menschen und herrschte auf die Erde Demeter. Und Persephone war die Tochter von Demeter. Und Hades oder Pluto verliebte sich an Persephone und raubte Persephone und nahm in sein Reich den Unterwelt. Hades oder Pluto gab Persephone einen Granatapfel.
Und in dem Moment, wo Persephone von diesem Granatapfel gegessen hat, hat sich verliebt an Hades. Und es war eine schöne Liebesgeschichte. Sie haben sich verliebt. Die Mutter Demeter war aber traurig und vermisste ihre Tochter Persephone. Und diese Traurigkeit ging so weit, dass nicht mehr um die Natur gekümmert hat und es gab keine Getreide mehr und gaben die 7 mageren Jahren so, dass die Menschen keine Ernährung, kein Essen gehabt haben. Die Götter haben überlegt, was könnten wir für die Menschen tun, so geht es nicht weiter. Und haben beauftragt Hermes oder Merkur, die Götterbote, und haben ihm gesagt, jetzt geh zum Hades in Unterwelt. Du darfst da eintreten und rede mit ihm. Wir bauen eine Lösung. Die Menschen verhungern. Und so passierte dann, dass Merkur oder Hermes ging im Hadesreich und hat davon erzählt, was die Götter beschlossen haben, und sie haben geeinigt. Und Hades sagte dann, ja gut, Persephone darf zurück zu ihrer Mutter Demeter, kann um die Natur kümmern, damit die Menschen Essen haben. Aber ich möchte, dass meine Frau, meine Liebe, ein halbes Jahr bei mir ist. Und so haben sie geeinigt, dass Persephone halbes Jahr bei Hades ist in Unterwelt und halbes Jahr bei den Menschen. Und das symbolisiert die Jahreszeiten. Das heißt, wenn Herbst ist und die Blätter fallen und es ist schon ein Vorbote, dass die Winterzeit kommt und die Natur ruht sich, dann geht Persephone zu Hadesreich. Und wenn die Frühling beginnt, dann ist Persephone wieder bei uns und die Natur blüht auf. Und natürlich gibt es auch Getreide. Und diese Geschichte symbolisiert den Kreislauf des Lebens. Und es ist nicht der Tod, die Vernichtung, sondern die Notwendigkeit, dass etwas geht zu Ende und entsteht etwas Neues. So wie unserem Leben auch. Der Tod gehört zu unserem Leben. Aber wenn jemand stirbt, in dem Moment wird jemand geboren. In die gleiche Zeit wirkt diese Kraft, das ist der Kreislauf des Lebens. Nicht nur in diesem Bereich wirkt Pluto, sondern gibt uns auch die Lebenskraft. Das ist nicht die Kraft, uns durchzusetzen im Leben, das wäre Mars-Energie, sondern das Leben erhalten bleiben, so wie die Zellen absterben, dann werden neue Zellen gebildet. Oder die Haare fallen aus, aber kommen neue Haare. Also das heißt, das hält uns im Leben, aber nicht nur das, sondern das Tiefschlaf, wo wir auch diese Kraft bekommen wieder, das ist auch Hades Bereich oder Pluto. Das heißt, herrscht auch über unserem Unbewussten. Und wenn wir einen Tiefschlaf haben, dann haben wir wieder diese Lebenskraft. Dann sind wir erholt. Dann haben wir diese innere Kraft. Und dieser unbewusste Zustand, dieser Tiefschlaf, wo wir die Kraft bekommen, das ist auch der Bereich Pluto. Und die Sexualität ist auch notwendig, das Leben erhalten zu bleiben. Auch wenn es Forschungen gibt, das auch im Labor Leben erzeugen kann, aber die natürliche Erhaltungsweise des Lebens, das ist schon die Sexualität, die Sexualkraft und das gehört auch zum Plutos Bereich. Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich, die Skorpion geboren haben einen direkten Zugang zu dieser Energie.
Und diese Skorpion-Energie oder diese Pluto-Energie ist heute spürbar. Ich könnte auch sagen oder vergleichen auch mit Shiva. Shiva ist eine Gottheit im Hinduismus. Und wenn wir die Geschichte Shivas lesen, dann haben wir einen Vergleich zum Planet Pluto oder zum Hades. Shiva heißt übersetzt die Glücksversprechende, die Glücksbringende. Und das Tod und das Leben, diese Lebenskraft wirkt gleichzeitig. Etwas geht zu Ende, etwas stirbt ab, aber im gleichen Moment entsteht etwas Neues. Und Shiva verkörpert auch die Feuerelement, die Lebensenergie, die Lebenskraft und kennt das Rhythmus des Lebens. Und es ist nicht eckig, sondern Shiva tanzt. Shiva tanzt die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und so hält das Leben im Kreislauf. Shiva hat auch drei Augen. Die eine symbolisiert die Vergangenheit, eine symbolisiert die Gegenwart und die dritte Auge symbolisiert die Zukunft. Wir können aber auch sagen Sonne und Mond und die dritte ist die Feuerelement. Und so ist das alles in Bewegung und es ist das Tanz, dieser Rhythmus, Shiva tanzt. Und wir sollen auch diesen Tanz vielleicht heute verinnerlichen, weil es kommen Veränderungen, Umbrüche, etwas geht zu Ende und entsteht etwas Neues. Aber das soll nicht eckig sein oder wir sollen auch nicht verkrampft sein oder Angst zu haben, sondern wir lernen tanzen. Und dieser Übergang zeigt natürlich die Uranus-Energie, weil Uranus befindet sich gerade im Grenzbereich. Heute noch in Tierkreiszeichen Widder, morgen schon in Tierkreiszeichen Stier. Gerade bei Neumond. Morgen ist Neumond. Und Uranus bewegt sich dann von diesem Zeitpunkt schon in Tierkreiszeichen Stier. Und das hat schon eine große Bedeutung, weil Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen und beginnt jetzt eine neue Phase. Aber das soll nicht eine sprunghaft sein, sondern wir sollen energetisch vielleicht mal das verinnerlichen und tanzen von einer Phase zu dem nächsten oder von Vergangenheit auf Zukunft oder geht etwas zu Ende, kommt etwas Neues und genau in diesem Wandlung befinden wir uns. Und welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Aber bevor ich das noch beschreibe, möchte ich noch etwas erwähnen, was dabei hilft bei diesen Veränderungen und das ist Helidor, die Halbedelstein Helidor. Helios heißt Sonne, das kommt von Altgriechischem und diesem Halbedelstein bekommt die Name von Sonne und übersetzt heißt es der Geschenk von Sonne und die ganze Sonnenkraft, Sonnenenergie steckt in diesem Halbedelstein drin. Kraft, Lebensenergie, Lebensfreude hilft bei Entscheidungen, Klarheit zu bekommen, auch die Rhythmus des Lebens, die harmonisierende Energie. Und das können wir natürlich auch jetzt gut gebrauchen, gerade wenn wir in dieser Wandlung befinden, dass wir die Klarheit haben und wenn etwas Neues kommt, es kann sogar passieren, dass unerwartete Ereignisse beeinflussen unserem Schicksal. Dann haben wir die Klarheit, die Orientierung, die Lebensfreude, auch die Kraft und können wir übertanzen. Wir sollen diesem Halbedelstein Helidor mit fließendem, lauwarmen Wasser entladen und mit Sonnenkraft aufladen. Das passt ganz gut, weil das verkörpert auch die Sonnenenergie, aber immer wieder auch mit Mondenergie auch zusätzlich aufladen, immer nach Themen, wo sich gerade die Mond bewegt. Das ist im Grenzbereich zwischen Widder und Tierkreiszeichen Stier. Wieder wäre die Neuanfang, vielleicht die Idee, die Gedanken und die Stier schon die Realität. Und hier in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich Widder Stier, befindet sich das goldene Tor, die Ekliptik.
und das zeigt schon in eine neue Phase und auch, dass wir Entscheidungen treffen. Und damit wir Klarheit bekommen, natürlich bekommen wir auch diese Unterstützung von diesem Halbedelstein. Und das passt gut, gerade bei diesem Wandlung, bei diesem Feuerelement, auch was Shiva verkörpert oder vermittelt, diese Lebenskraft. Und welche Einflüsse haben wir noch? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, bekommt einen Einfluss von Capulus. Diesem Stern Capulus befindet sich im Sternbild Perseus. Und Perseus hat Andromede befreit mit seinem Schwert. Und es hat auch eine symbolische Bedeutung, von Ängste zu befreien. Mit einem Schwert, mit einem Schwung. Das Abschneiden, weil das hindert uns bei der Bewegung. Das lähmt uns, das macht uns unbeweglich. Und Capulus, diesem Stern, verkörpert die männliche Kraft, die männliche Energie, auch die Lebenskraft, auch die klaren Entscheidungen und von Ängsten befreien natürlich. Mond bekommt einen Einfluss von Charatan und Mesartim. Charatan und Mesartim sind zwei Sterne, die ganz, ganz nah stehen. In persischen Astronomie wurde sogar so beschrieben, das ist ein Liebespaar, die gehören zusammen. Und tatsächlich, das sind Verbindungen, was diesen beiden Sternen natürlich verkörpert oder vermittelt, Charatan und Mesartim, ein Paar. Das kann natürlich in erster Linie bedeuten, Liebe, Partnerschaft, diese Klarheit zu bekommen, wir gehören zusammen, oder eine Hochzeit zu planen oder zusammenziehen, weil das steht ganz nah. Also wichtig ist dieser Zusammenhalt. Aber Charatan und Mesartim verkörpert noch etwas. Früher hier befand sich der Frühlingspunkt. Und natürlich hat das auch eine Aussage, ein Neubeginn. Der Frühling beginnt. Das ist selbstverständlich schon längst vorbei, aber symbolisch bedeutet, dass wir stehen gerade in einem Neuanfang. Beginnt etwas Neues. Und das verkörpert auch diese beiden Sterne. Und das goldene Tor, die Ekliptik, heißt, wir gehen jetzt über diesem Tor. Und wenn ich über diesem Tor spreche, die goldenen Tor der Ekliptik, fällt mir immer ein die Märchen von Frau Holle, die Goldmarie und Pechmarie. Weil wenn wir bei diesem Neuanfang stehen, und wir stehen bei diesem Neuanfang, es kann sogar sein, wie ich schon sagte, dass unerwartete Ereignisse kommen, das wäre die Uranus-Einfluss gerade auch in diesem Bereich. Und wir sind dazu gezwungen, dass wir einen Neuanfang starten. Und dann müssen wir die Richtung bestimmen. In welche Richtung schauen wir? Genau in diese Richtung gehen wir auch. Es gibt Menschen, die optimistisch sind. Die sind die Goldmarie im Leben. Und die sind pessimistische Menschen. Die sind die Pechmarie im Leben. Und hier bei diesem Tor entscheiden wir uns, wie wir dazu stehen. Wie ist die Einstellung? Weil damit bestimmen wir die Richtung. Hamal bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das ist nichts anderes als der Kopf der Widder und das symbolisiert einen Neuanfang, das wäre die Tierkreiszeichen Widder und das Kopf, natürlich die Gedanken, dass wir Gedanken machen sollen, welchen Neuanfang wir starten. Und wie stehen die Sterne zueinander, die Planeten, Sonne und Mond? Es ist eine gewisse Spannung da. Uranus steht in Verbindung zum Mars, eine enge Verbindung, und sie stehen in Spannung. Das heißt, Aggression kann sogar Kriege bedeuten, und wir müssen nur im Nachrichten schauen. Also die Spannung ist heute spürbar, seit Tagen schon, eigentlich seit Tagen schon. Mars ist der Kriegsplanet Ares und Uranus gibt
Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, plötzliche Ereignisse und natürlich diese Spannung ist spürbar. Ab morgen ist es etwas ruhiger, weil Uranus übergeht im Stier und dann ist die Verbindung etwas besser, also lockert sich das alles. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass ab morgen, wenn Uranus im Stier ist, sind Verhandlungen im Finanzbereich. Da beginnt die Thema Finanzen zum Wirken. Aber jetzt schauen wir mal an die heutigen Einflüsse auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf. Wie ich schon erwähnt habe, seit Tagen, das bedeutet für die Stiergeborenen die Wahrheit suchen, etwas ins Licht zu bringen, im Mittelpunkt stehen, sehen, gesehen werden, wahrgenommen werden und tatsächlich werden die Stiergeborenen gerade wahrgenommen. Sie brauchen die Orientierung etwas genau erkennen und sehen und Mond nähert sich auch, morgen ist Neumond und dann werden wir das Licht in unserem Inneren suchen und finden und es strahlt alles von Tierkreiszeichen Stier aus. Und es ist wichtig momentan für die Stiergeborenen die Ruhe bewahren. Die Spannung ist spürbar, wie ich schon sagte. Uranus-Mars steht in Spannung, das ist eine aggressive Energie. Aber die Ruhe bewahren und abwarten bis zu diesem Neumond, damit wir etwas verinnerlichen können und überlegen, wie geht es jetzt weiter und orientieren. Und wir sollen das wie ein Tanz betrachten, dass diese Veränderungen, das ist wirklich wie in diesem Rhythmus bleiben, in diesem Rhythmus bleiben und inneren Gleichgewicht. Und viel passiert jetzt gerade auch bei Stiergeborenen. Die vermitteln uns auch diese Ruhe, diese Gelassenheit, dass wir die Ruhe bewahren sollen, auch diese Geduld bewahren sollen. Gespräche werden auch zunehmend sein in die nächste Zeit bei den Stiergeborenen oder kommt eine wichtige Nachricht oder ein Termin oder ein Vertrag wird unterschrieben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft und sie haben diese Bedürfnis ja oder nein, es gibt kein Vielleicht und diese Unsicherheit oder Ängste werden die Zwillingsgeborenen auch loslassen und treffen auch klare Entscheidungen und das sind die Veränderungen momentan bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren diese Spannung. Die haben einen ganz besonderen Bezug zu Mondenergie und sie sind sehr feinfühlig. Diese Spannung ist zwar nicht unbedingt von Mond ausgegangen, sondern ich betone eher Uranus und Mars, aber das kann in die politischen Ebenen passieren, dass da irgendwelche Angriffe sind oder militärische Einsätze. Und das müssen wir etwas geduldig sein, bis sich die Lage etwas beruhigt. Und diese Energie spüren natürlich sehr intensiv die Krebsgeborenen. Ist auch sehr wichtig, dass auch die Ruhe bewahren, ein gewisser Rückzug, wo sie aktiv sein können. Das ist mehr die Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Da kommen Verabredungen, Gespräche, Telefonate, Besuche oder ein Fest. Also das ist schon möglich. Und die nächste Zeit wird auch wichtig sein, die Finanzen. Das wird ein großes Thema sein bei den Krebsgeborenen. Und wenn jetzt die Merkurbewegung schon in Tierkreiszeichen Stier ist, also Merkur bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Stier, das ist eine gute Energie für die Krebsgeborenen, gute Gespräche, gute Verträge oder Gewinn, also das ist jetzt angenehm, diese Verbindung oder die Wirkung auf den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch karmischen Themen und eine wichtige Lernaufgabe oder eine wichtige Aufgabe im Leben, was die Löwengeborenen auch erkennen, vielleicht nicht sofort handeln, sondern das ist eine Übergangsphase. Wir spüren gerade die Übergangsphase. Etwas geht zu Ende, beginnt etwas Neues und da haben die Löwengeborenen natürlich auch die Neuigkeiten. Sie können damit rechnen, dass hier ein Neubeginn stattfindet.
Die Tierkreis zeichnen Jungfrau Geborenen, kommt mehr Sicherheit und Stabilität. Und die Jungfrau Geborenen verspüren auch diese Kraft. Gute Gespräche, ein Plan, ein Neubeginn. Und das hat Hand und Fuß und es ist sehr beruhigend für die Jungfrau Geborenen. Und dieser Neumond morgen natürlich ist eine sehr gute Energie für alle Erdelementen und dazu gehören auch die Jungfrau Geborenen. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren verspüren eine gewisse Unsicherheit. Sie spüren, dass etwas Neues kommt und das kann man nicht einordnen. Das macht die Wagen geborenen etwas unsicher. Aber die Wagen geborenen sollen diese Unsicherheit überwinden und besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft, diese Zeit genießen. Und wenn Mond übergeht in Tierkreiszeichen Zwilling, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann kommt natürlich eine ganz tolle Energie für die Wagengeborenen. Also die Unsicherheit ist momentan spürbar, aber nach Neumond kommt wieder die Glückleitigkeit, besonders im Bereich Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Wünsche, Träume, Sehnsüchte und es ist realisierbar, das spüren auch die Skorpiongeborenen. Etwas formt sich und es ist nicht nur die Träume, sondern das wird wirklich Realität und sie werden das erkennen, weil das spiegelt ihr Leben. Umbrüche, Veränderungen sind zum Erwarten, also vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit befinden sich auch in diesem Einfluss die Skorpion geboren. Also kommt eine Wandlung, etwas geht zu Ende, entsteht etwas Neues, unerwartete Ereignisse, Überraschungen und somit ändert sich vieles, Gespräche. Aber nicht nur warten, gerade was die Gespräche betrifft, sondern auch mal die Kontakt aufbauen zum anderen und so kommt es im Gleichgewicht, so kommt es auch in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren ist immer noch die große Thema Liebe, Partnerschaft und sie haben die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, vieles wird verabschiedet, kann auch Gefühlen sein wie Angst, Zweifel, dass man das loslässt und so kommt das alles in Form, aber nicht nur warten, sondern es soll im Gleichgewicht sein, also Gefühlen zeigen, Interesse zeigen. Und so kommt das alles im Gleichgewicht, so kommt das in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren verspüren diese aggressive Stimmung. Hier Mars steht in Spannung zu Uranus. Und das ist wichtig, jetzt nicht auf diese Energie einsteigen, dass das zum Streit kommt, sondern eher zurückhaltend sein, das mal so annehmen, geduldig sein, bis sich verbessert. In die Tagen wird das auch besser sein. Die Neumondmorgen wirkt sehr hilfreich, aufbauend für die Steinbock geboren. Also ein bisschen Geduld noch, auch wenn heute die Nervosität da ist. Uranus, als Planet herrscht astromedizinisch über die Nervensystem, also kann heute passieren, dass eine oder andere die Nerven verliert, aber eher gelassen betrachten das Ganze und im inneren Kraft bleiben. Und wie ich schon sagte, dieser Neumondmorgen wirkt sehr gut, wohltuend für die Steinbock geboren und eine gute Nachricht ist zum Erwarten, auch bei Steinbock geboren, auch bei Jungfrau geboren. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren verspüren auch diese Spannung, obwohl sie nicht damit direkt betroffen sind, aber Uranus ist Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Wassermann, also die sind etwas empfindlicher, also auch wenn da nichts passiert, konkret, aber diese Nervosität werden die Wassermann-Geborenen spüren, das ist wie die Elektrizität, da irgendwas ist in Luft und das spüren sie, die Wassermann-Geborenen. Und was gut ist für die Wassermanngeborenen, dass sie beruflich etwas verbessern können und die liebe Partnerschaft haben die Wassermanngeborenen, aber auch Glück. Die Gespräche in die nächste Zeit meiden, keinen Vertrag unterschreiben, sondern das Liebe, die Gefühle, das Genießen, besonders dann, wenn die zunehmende Mondphase bekommt, dann kommt eine schöne Liebesenergie auch für die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren, kommt etwas in Form.
Es werden Veränderungen geben, die können die Finanzen in Ordnung zu bringen oder kommt ein Arbeitsvertrag oder wichtige Termine. Also das heißt, es kommt die Sicherheit und Stabilität und dieser Einfluss, was jetzt kommt von Uranus und auch von Merkur, das ist sehr gut für die Fischengeborenen. Bei Liebe, Partnerschaft zweifeln sie noch ein bisschen, aber Beruf, Finanzen ist sehr gut, auch in die rechtlichen Situationen oder Gerechtigkeit oder in einer Rechtlage, da haben sie die Fischengeborenen gerade auch Glück. Und die Tierkreiszeichen wiedergeboren, wir haben gerade das Gefühl, es geht nichts voran. Aber trotzdem sind es Veränderungen, besonders jetzt dieser Umbruch, Uranus verlässt uns und ab morgen bewegt sich schon in Tierkreiszeichen Stier, kehrt aber nochmal zurück, also werden noch Veränderungen da sein, wo wir die Leichtigkeit dann verspüren, das ist die Liebe, Partnerschaft, aber nicht gerade heute, sondern in den nächsten Tagen. Momentan ist die Spannung da, Uranus ist heute noch im Widder und steht in Spannung zum Mars. Wir können natürlich mit Spannung, mit Aggressionen oder mit Streit auch rechnen, leider, aber wir sollen die innere Ruhe bewahren und es mal so akzeptieren, wie das ist und warten, bis der Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase. Dann können wir endlich aufatmen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.